So, willkommen heute noch zu einem weiteren Spiel, das ich mal anfangen wollte. Also ich habe es vor längerer Zeit mal gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wie weit ich gekommen bin, weil das Safe Game ist damals irgendwann verloren gegangen. Und ja, heute ein neuer Start mit einem neuen Reaktionsingenieur-Azubi, dem Spiele-Philosophen, und zwar heute bei Space Jam. Und ja, ich starte mit euch am besten einfach ins Spiel. Ich werde so ein bisschen die Hintergrundgeschichte mitlesen, die ja so einen kleinen Rahmen für das Spiel gibt. Aber ansonsten starten wir einfach ins Spiel, in dem ja, Atome manipuliert werden müssen, zu bestimmten Molekülen zusammengesetzt oder auseinandergenommen werden. Aber das erklärt das Spiel ja dann selber. Also, das Video werde ich jetzt nicht aufrufen, sondern wir fangen einfach direkt schon mal an, von Pancakes und Raumschiffen zu lesen und schauen uns an, was da ja, der Start für die Hintergrundgeschichte ist. Also der erste Teil der Story von Pancakes und Raumschiffen. Weißt du, Menschen sterben im Weltraum. Das war der erste Satz im neuesten Brief von meiner Mutter. Sie hat nie ein Schiff betreten, geschweige denn je die Kolonie Sangfreud verlassen. Als ich ihr sagte, dass ich die Sterne erkunden wolle, weinte sie. Wir saßen im örtlichen Diner, Pancake-Stapel schwimmt in Sirup und Butter auf unseren Tellern, während jeder die Tränen meiner Mutter die Wangen herunterlaufen sah, als ich weiter aß. Ich war 10. Sie fügte einen Artikel über einen kürzlichen Zwischenfall in einer Space-Sham-Station in einer abgelegenen Region der Galaxie bei. Die Hälfte der Crew wurde durch eine seltsame Fehlfunktion der Luftschleuse herausgeschleudert. Die Überlebenden waren für Kommentare nicht verfügbar. Unnötig zu erwähnen, dass meine Wahl der Karriere absolut unerwünscht war. Der Einsatz ist einfach zu hoch. Sieh dir diese Berichte an, sagte sie in der Nachricht. Ich konnte hören, wie ihre Stimme mit jedem Wort lauter wurde. Ich löschte es und schaltete den Tablet-Computer aus. Die Fähre war auf dem Weg zur Trainingseinrichtung auf Sernimir 2. Milliarden Kilometer von Sangfreud entfernt. In ein paar Stunden würde ich den Fuß zum ersten Mal auf einen anderen Planeten setzen. Ich blickte durch das Fenster und sah die Sterne in der Ferne schimmern. »Du warst noch nie hier oben?«, fragte mich der Pilot. »Nein, es ist das erste Mal.« »Dann hast du auch noch nie einen solchen Sprung durchgemacht. Halt dich fest.« Meine Hand griff nach einer Halterung, als wir mit dem Sprung nach Sernimir 2 begannen. Ich dachte, ich könnte meine Mutter weinen hören. Aber es war nur der Pilot, der lachte. Jetzt geht es eben los von Reaktoren und Reaktionen. Das sind sozusagen die Übungslektionen. Also die Reaktoren werde ich jetzt noch nicht gleich sehen, weil wir im Moment noch recht einfache Sachen machen. Aber Reaktoren werden mit Reaktionen programmiert, die eine Ansammlung chemischer Substanzen in eine andere transformieren können. Und Reaktoren können Atome bewegen, Moleküle rotieren und Bindungen verändern. Also hier seht ihr schon mal das erste Molekül, das dann eben manipuliert werden kann. Und hier sind zum Beispiel so Abbildungen, das sind so Atome, die dann als Input dienen und das, was rausgegeben werden soll. In Forschungsaufträge ist ein Reaktor so programmiert, dass er eine einzelne Reaktion auslösen kann. Und diese kleinen runden Dinger hier, das sind Valdos. Sie nehmen, bewegen und rotieren Atome, auch lassen sie sie fallen. Atome, die zu Molekülen verbunden sind, bewegen sich zusammen. Valdos bewegen sich konstant und können mit Pfeilanweisungen umgelenkt werden. Also das sind dann diese hier. Valdos führen Pfeil- und Reaktoranweisungen derselben Farbe aus, wenn sie diese passieren. Also rot zu rot und blau zu blau. Und wir steigen in die erste Aufgabe ein. So, die erste ist jetzt noch ziemlich strikt geführt. Das heißt, ich soll hier eben einfach dann genau das machen. Also teils mal den In-Operator hier hinziehen, womit das Molekül reingeladen wird. Also das, was hier abgebildet ist, wird genau auf diesen beiden Feldern dann reingenommen. Dann soll ich hier das Grab-Grob. Damit wird der Valdo, der Kreis, befestigt dann sozusagen sich an diesem Molekül, was an dieser Stelle ist, wo er sich dann befindet. Und jetzt soll ich dann eben den Valdo umlenken, sagen, dass er woanders hinfahren soll. Und letztlich geht es hier nur darum, jetzt soll er einmal gedreht werden, damit er in eine andere Position kommt. Und dann den Valdo nach oben führen und wieder zurück zum Ausgangspunkt. So, aber natürlich soll ich vorher das Molekül noch loslassen, damit es dann hier zum Liegen kommt und entsprechend ausgegeben werden. So, als nächstes ist natürlich das einfach nur als Testlauf. Der andere Valdo läuft hier gegen den Rand und bleibt dann stehen, während der nächste dann einfach hier seine Aufgabe erledigt. Die Aufgabe ist jetzt hier relativ leicht, deswegen kann ich es jetzt gleich mal vorspulen. Und okay, ich habe 188 Zyklen benötigt, ich habe einen Reaktor genutzt und habe 9 Symbole verwendet.
Jetzt natürlich die Frage, lohnt es sich, das Ganze noch ein bisschen zu optimieren? Ich kann nicht direkt von hier oben, sondern ich muss dann nochmal hierhin zurückspringen und kann natürlich sagen, naja, Moment, das ist doch eigentlich ziemlich umständlich, weil das Drehen zum Beispiel brauche ich überhaupt nicht. Ich kann ja einfach sagen, okay, greif den doch gleich mal hier und dann gehe direkt hier eins nach unten und dann kann ich so minimal wie möglich. Das heißt, ich müsste maximal bis hierhin fahren und kann den dann schon wieder zurückgeben. So, das Innen brauche ich an der Stelle. Hier ist das Molekül, damit es reinkommt. Und danach kann ich, wenn ich das hier abgelegt habe, kann ich es auch gleich an der Stelle dann verschwinden lassen. Und schauen wir mal. Genau, der Auftrag ist genauso beendet. Nur, dass ich halt nur 117 Zyklen gebraucht habe, weil ja die Bahn etwas kürzer war. Und entsprechend ein Symbol weniger. Also so lassen sich die Sachen noch optimieren. Wie man sieht, geht es eventuell sogar noch ein bisschen weniger. Ich werde die Optimierung nicht generell machen, sondern nur, wenn es doch sehr umständlich ist, dann mal gucken, ob ich das noch ein bisschen vereinfachen kann. Aber ansonsten fangen wir jetzt mal an, gleich mit der nächsten Aufgabe. So, also Atome und Moleküle. Atome sind die Bausteine jeder Materie. Klar, das ist zum Beispiel Sauerstoff. Atome desselben Elements haben die gleichen Eigenschaften. Sauerstoff, Kohlenstoff und Eisen sind Beispiele für Elemente. Und Moleküle bestehen aus einem oder mehreren Atomen, verbunden durch Bindungen. Also das sind dann diese Striche hier, die zwischen eben den Atomen aufgebaut sind. Und das ist eben an der Stelle logischerweise eine Doppelbindung. Hier sind Einfachbindungen und Dreifachbindungen vorhanden. Und ein Molekül wird von einem Waldo aus als alleinige Einheit verändert. Wasser, Methan und Salz sind Beispiele für Moleküle. Also ja, also hier bestimmte Stoffe. Hier sind das verschiedene Acetylen, das letztlich zwar in der Anordnung sich hier unterscheidet, aber an sich die gleiche Atomstruktur hat. Das heißt C2H2, also zweimal Kohlenstoff und zweimal Wasserstoff. Und deswegen sind die Moleküle grundsätzlich gleich. Es kommt also nicht so sehr darauf an, ob die Struktur normalerweise identisch ist. Hier ist es natürlich ein bisschen anders, weil hier unterscheiden sich zum einen die Kohlenstoffatome und auch deren Bindungen, die sie eingehen. Die Identität des Moleküls ist gegeben durch den Typ seiner Atome und deren Bindungen. Rotation und der Winkel der Bindung ändert nichts an der Identität des Moleküls. Genau. Also, auf in die nächste Aufgabe. So, diesmal soll ich den blauen Waldo verwenden und in dem halt entsprechende Anweisungen verpassen. Also dazu muss ich aber erstmal hier die Farben umstellen und gebe dann ja, das In-Kommando, dann den Bewegungspfeil. Na komm, genau, also grundsätzlich können die natürlich überall gestartet werden. Und was sollte ich jetzt? Achso, ich soll jetzt schon zur Seite laufen und dann hier das Grab-Grop machen. Also in der Stelle hier taucht ja das H2 auf, also die beiden Wasserstoffatome in diesen beiden Feldern. Und den Rest soll ich jetzt wahrscheinlich selber machen, weil ich muss jetzt den nur noch hier rüber schicken. So, sinnvoll ist es, wenn ich hier das Grab mache. Okay, das will er nicht, aber ist egal, das kann ich trotzdem machen, weil ich dann nämlich den direkt hier schon fallen lassen kann und dann auch hier direkt das Out machen kann. Und dann lassen wir es mal laufen. Genau, jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht, dass ich das Out-Kommando nicht reingenommen habe. Also machen wir hier nochmal das Out-Kommando rein und dann sollte das bereits durchlaufen. Ich weiß gar nicht, warum der im Moment kollidiert. Ah, ich habe das In-Kommando versehentlich dahingesetzt, deswegen ist er vorhin kollidiert. Okay, also jetzt nochmal korrekt. Und damit nehme ich auch dann ein kürzestmöglicher Zyklus, damit ich nicht extra noch dort drüber laufen muss. Und genau, deswegen habe ich nur 8 gebraucht und 119 bin ich relativ weit vorne. Aber es geht natürlich noch kürzer, zumindest gab es anscheinend Lösungen mit kürzeren. Aber das ist im Moment nicht so wichtig. So, als nächstes Kreuzung. Okay, also ich soll jetzt das Goldatom eben hier unten abliefern und ich soll das Platinatom hier oben abliefern. Dabei muss ich mir jetzt nur überlegen, also rein kommt es auf jeden Fall an die Stelle. Das heißt, ich brauche den In-Operator und ich kann natürlich auch den Startpunkt verschieben. Das heißt, ich muss den nicht an der Stelle stehen lassen, sondern kann den auch weiter rüberziehen. Aber ich muss auf jeden Fall bis hier unten kommen, dass ich wenigstens hier in den im W-Output das Ganze ablegen kann. Und dazu brauche ich hier natürlich dann wieder eigentlich den Drop. Den kann ich auch noch filtern, das kann ich auch dann noch unterscheiden, aber ich lasse das einfach erstmal parallel stehen.
Und nachdem der dort reingekommen ist, kommt er hier dann wieder raus. Und das war's. So, jetzt brauche ich natürlich das gleiche noch für den blauen. Das heißt, der blaue kommt hier, Moment, ich muss natürlich die Farben wechseln, das ist natürlich das Falsche, sondern auf die blaue Schicht wechseln. Den wird hier reingerufen. Jetzt natürlich die Sache, wenn der hier lang läuft, ist es natürlich unpraktisch, wenn ich den dann in den Weg fahre. Damit die Atome nicht kollidieren, kann ich den einfach außerhalb machen. Damit brauche ich zwar mehr Zyklen. Allerdings hier ist er generell ohne. Das heißt, ich kann den natürlich auch sinnvollerweise andersrum fahren lassen. Das heißt, ich mache den Start aus der anderen Richtung. So, der kommt sowieso von unten. Dann lassen wir den von oben nach unten fahren, lassen den dann rüberfahren. Also so rum. Hier holen wir ihn rein, da nehmen wir ihn auf. Und dann muss ich eigentlich nur noch das Ganze einmal nach oben fahren. Also wenn ich ihn zumindest so rumlaufen lasse, dann kann ich ihn direkt hier vorbeilenken und kann ihn dann wieder zurückschicken, weil ich muss dann nicht das Ganze durchlaufen, sondern es reicht ja, wenn ich ihn hier droppen lasse und dann dort wieder nach draußen befördere. Und kann dann eigentlich von hier oben starten. Also, weil wenn die beiden sich überschneiden, ist das ziemlich egal. Also dann machen wir hier den Start nach unten und machen das innen natürlich hier rein und das kann ich wieder löschen. So, also rein, aufnehmen, droppen, rausnehmen und hier reinnehmen, aufnehmen, droppen, rausnehmen. Deswegen, also das ist nur eine Empfehlung. Die Output-Position muss nicht komplett eingehalten werden, sondern nur auf der Input-Position, die ich halt so nicht ohne weiteres beschleunigen kann oder nicht beeinflussen kann. So. Insgesamt muss das normalerweise 10 Runden stabil durchlaufen. Also ich bin am unteren Bereich, was die Symbole angeht. Bei den Zyklen bin ich nicht ganz am untersten Bereich, aber es hat ganz gut gepasst. Also fahren wir gleich wieder fort. So, jetzt kommt das erste Mal etwas mit Bindungen. Und damit kommt auch der nächste Trainingspart. Bei der Story geht es aktuell noch nicht voran. Wir sind ja jetzt eben auf dieser Übungsstation und trainieren dort gerade die verschiedenen Sachen, die wir halt brauchen, um später alleine arbeiten zu können. Also, diese netten Symbole hier heißen Binder und fügen Atombindungen hinzu oder entfernen diese. Das heißt, eigentlich sind sie Binder oder Trenner, aber das ist ja nicht so wichtig. Klicke und ziehe die Binder, um die zu bewegen. Also ich kann sie auch, egal wo sie am Anfang stehen, auf andere Positionen umbewegen. Und hier wird dann auch die Sync-Anweisung wichtig, weil mit der Sync-Anweisung, der blaue Waldo wird bei der Sync-Anweisung warten, bis der rote Waldo seine Sync-Anweisung erreicht und dann fährt der blaue wieder weiter. So kann ich halt dafür sorgen, dass wenn der eine ein Atom irgendwo hinbringt, das aufgetrennt wird oder es eventuell zusammengefügt werden soll, so wie hier, dass die eben zwei Kohlenstoffatome werden auf die Binder gelegt, dann wird das Bond durchlaufen und dann wird diese Bindung hier erzeugt. Und eben angrenzende Bindungen von Atompaaren über ihnen hinzugefügt oder entfernt, alle Binder in einem Reaktor sind gleichzeitig aktiv. Also wenn das einmal durchlaufen wird, ist egal, wo die Dinger liegen, sie werden einmal aktiviert. Und das machen wir jetzt auch. Also diese Anweisung spezifiziert, wo der Waldo startet. Genau, das hatten wir ja schon. So, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen das Silber und das Fluor miteinander verbinden. So, Silber kommt hier raus, Fluor entsteht hier. Wo ich die Sachen verbinde, ist relativ egal. Und letztlich brauche ich das, jetzt kann ich das Ganze auch mit einem Waldo selber machen. Die Dinger brauche ich letztlich nicht, die kann ich erstmal hier rumliegen lassen, damit die mich nicht weiter stören. Also als erstes brauche ich natürlich das Fluoratom, das reinkommt. Da werde ich das jetzt hier machen und werde hier umschalten, dass bitte das Beta reingeholt werden soll. Dann hier das Grab-Drop. Das lege ich dann hier nach oben. Und parallel werde ich schon mal vorbereiten, dass natürlich auch ein Alpha reingeholt wird, damit eben das Silberatom hier liegt. Und ich muss das Ganze nicht ablegen, sondern ich kann jetzt einfach hier sagen, okay, wenn du jetzt hier bist, füge bitte die Bindung aus, damit das eine Atom hinzugefügt wird. So, den lege ich jetzt mal hier unten hin, weil ich ihn ja eh nicht brauche. Und die anderen will er mich jetzt eh, also ich ignoriere das mal, weil ich kenne das schon ein bisschen, was jetzt eigentlich das Ergebnis sein soll. Und brauche jetzt eigentlich hier nur noch rüber zu fahren und sage, okay, nachdem das andere hier angehängt ist, schmeiß das doch bitte einmal raus.
Und dann sorge ich dafür, dass natürlich der Theta, ich weiß gar nicht, ist das Theta, auf jeden Fall, dass das Molekül rausgegeben wird und dann beginnt letztlich alles wieder von vorne. Leider kann ich es nicht so machen, dass ich hier mehrere Anweisungen an eine Stelle setze, sondern ich kann nur eine rote oder eine blaue Anweisung jeweils in einem so einen Bereich machen. Und an sich müsste es das jetzt auch schon gewesen sein. Also lass uns mal testweise laufen. Also Fluor kommt rein, Silber auch, wird miteinander verbunden, wird gedroppt, wird nach draußen gegeben und damit ist eine Reaktion abgelaufen und jetzt können wir es beschleunigen. So, also am unteren Bereich, was die Durchläufe angeht und deutlich weniger als die üblichen Verdächtigen, weil ich mich halt nicht von der Lösung oder von den Vorschlägen habe irritieren lassen, sondern einfach nach meinem Gutdünken da durchgegangen bin. So, und dann eine kurze Geschichte von Space Jam. Damit haben wir jetzt den nächsten Story-Part. Also die Trainingseinrichtung auf Sernimir 2 war ein Campus aus rechtwinkligen Metallgebäuden, welcher durch gewellte Tunnel mit der Landezone im Westen des Reaktorfeldes verbunden ist. Es gab nur eine Spur Atmosphäre auf der Oberfläche, sodass der Horizont außer dem zentralen Stern und dem Schwesterplaneten Sernimir 4 frei war. Ich saß in einem Klappstuhl hinter einem Tisch in einem hell erleuchteten Raum mit 15 anderen Auszubildenden. Eine Frau mittleren Alters stand lächelnd im vorderen Teil des Raumes. Sie trug einen grauen Overall mit einem Namensschild, auf dem Angela stand. Willkommen zum ersten Trainingstag, sagte sie. Wir fangen mit einigen Grundlagen über Space Jam an, dessen Gründung und Mission. Wir werden uns mit dem trockeneren Material später in dieser Sitzung beschäftigen. Als sie in die Hände klatschte, wurden die Lichter dunkler und ein Space Jam Logo erschien an der Wand. Ja, dieses nette Bild aus drei Atomen. Space Jam wurde im Jahr 2745 von George Vossler gegründet. Für einen Moment erschien das Bild eines beleibten, schnäuzbärtigen Mannes, bevor Angela zum nächsten Bildschirm wechselte, welcher ein Abbild eines Lachses zeigte. Ursprünglich war Space Jam ein Tochterunternehmen von Vossler Industries, welches sich auf die Herstellung von fischbasierter Nahrungsprodukten spezialisiert hat. Später wurde Vossler Industries eingestellt und Space Jam expandierte in den Bereich der Chemietechnik. Der Fisch verschwand und wurde von einem Sternenfeld ersetzt. Von Anfang an hat Space Jam die Industrie mit seiner Reaktortechnologie revolutioniert. Wir haben momentan über 200.000 Angestellte in verschiedenen Bereichen auf über 3.000 Planeten und Stationen. Space Jam ist das größte Chemietechnikunternehmen im Universum. Ein weiteres Space Jam-Logo erschien. Space Jams Ziel ist es, die hochqualitativen chemischen Bedürfnisse von Menschenkolonien in einem universellen Maßstab in einer wirtschaftlichen und mühelosen Art bereitzustellen. Angela klatschte, um die Lichter zu aktivieren. Soweit Fragen? Nein, und wir widmen uns gleich der nächsten Geschichte, und zwar noch etwas mehr zu den Bindungen. Also, Atome haben eine bestimmte Beschränkung, und zwar ein Atompaar kann maximal 3 Bindungen zwischen sich haben, im Fall von Kohlenstoff zumindest. Aber für jedes Element gibt es eine Maximalanzahl für jede erlaubte Bindung pro Atom. Und diese Informationen stehen eben im Periodensystem, das zeige ich euch gleich noch, wo man das normalerweise aufruft. Und mehr Bindungen hinzuzufügen als möglich wären, ist halt nicht möglich, aber es passiert auch kein Fehler, weil natürlich passiert dann einfach gar nichts. Also hier ist das Periodensystem und hier oben sind sozusagen die zulässigen Bindungen. Wasserstoff kann halt maximal eine haben und im Regelfall sind es aber maximal 3. So, also als nächstes soll ich jetzt eben Wasserstoff mit Chlor zusammenbringen. Und da ist jetzt wieder die Frage, fange ich jetzt von oben nach unten an oder von unten nach oben? Fangen wir diesmal von oben an. Wo ich die ganzen Sachen verbinde, ist ja wieder egal. Das heißt, den blauen Waldo schieben wir mal wieder in die untere Ecke. Und ich nehme hier dann wieder meinen roten auf, also in Alpha. Dann nehmen wir das Wasserstoffatom mit, machen hier das Bindungszeichen. Und dann geht es letztlich wieder hier nach draußen, machen da den Grab-Drop, dann das Out, dass das Ding wieder ausgeschlossen wird, nur dass ich natürlich W-Output sein muss. Und, ah ja, genau, das In-Beta muss ich dann natürlich auch noch aktivieren. Und dann schieben wir jetzt bloß noch den Kreis hier einmal rum. Und dann war es das eigentlich schon. Soweit eben die einfache Konstruktion. Mal gucken, ob alles passt. Wasserstoff rein, Chlor rein. Und dann das Ganze abgegeben und nach außen. Also Reaktion ist in Ordnung, also kann man den Schnelldurchlauf starten.
So, also hier gab es noch einige Möglichkeiten, das ein bisschen kleiner zu ziehen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Und zumindest haben wir auf jeden Fall ziemlich wenig Symbol benötigt gegenüber anderen Vergleichen. Also weiter. So, jetzt als letztes dann noch Bindungen entfernen, nachdem wir sie jetzt hinzugefügt haben. Und zwar diesmal zwei Fluoratome und die sollen jeweils einzeln dann rausgegeben werden. Und da werde ich jetzt tatsächlich das erste Mal mit dem Sync arbeiten. So, das heißt, die beiden Atome werden reingeholt. So, stehen wir den mal hier nach außen, also in Alpha. Dann brauche ich einmal hier nicht das Bond Plus, sondern das ist natürlich Bond Minus, weil die Verbindung soll ja aufgehoben werden. Der holt sich den, das Atom, geht damit runter und liefert das Ganze dann einfach hier ab. Und zwar hier wieder das Grab Drop und hier natürlich das Out. Soweit, so gut. Das heißt, der Kreis wäre theoretisch schon erledigt. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, weswegen ich dann doch noch eins nach außen muss, ist nämlich, ich brauche noch einen Sync an der Stelle, damit, wenn ich nämlich mit dem blauen jetzt starte, also klar, der startet jetzt hier nach unten, nimmt sich hier das zweite Fluoratom, okay, muss jetzt erstmal auf die blaue Schicht wechseln, dann läuft der auch hier rüber, macht hier seinen Grab-Drop und kann dann letztlich hier wieder nach drüben laufen, er hat ja dann eh kein Atom mehr drin, macht dann auch ein Out-Kommando, und zwar ebenfalls jetzt für Theta. Und dann geht es für ihn wieder nach vorne los. So, wie mache ich das jetzt am besten noch mit den Syncs? Wenn ich den jetzt hier mal eins weiter zur Seite lasse, dann habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Platz. So, kann ich den nämlich out machen und kann sagen, okay, bitte, du wartest jetzt hier, bis der blaue auch, das hier gegrabt hat, das rausgegeben hat. Und dann einfach da oben den Sync für blau zu machen, damit der wieder wartet, bis rot wieder auf dem Sync ist. Jetzt muss ich bloß nochmal überlegen, weil natürlich sollten sich die Syncs abwechseln, weil wenn der eine Waldo bei Sync hängt, läuft der los, wenn der andere bei Sync hängt. Und die Frage ist, ob das ausreicht, dass der eine dann wartet, aber schauen wir es einfach. Testen wir es einfach aus. Oh, ja, das war schon verkehrt. Da können wir gleich anhalten. Weil natürlich der blaue dann doch länger warten sollte und dann setzt man das Sync an die Stelle. Das heißt, der blaue läuft erst los, wenn der rote seine Arbeit abgeschlossen hat. Also machen wir nochmal das Ganze. Also rot holt rein, teilt auf, schafft den einen nach draußen und wartet dann. Okay, genau, da ist nämlich jetzt genau der Punkt, dass der andere wartet, aber das ist kein Problem. Also von der Reihenfolge her ergibt sich das ganz gut. Das heißt, blau ist immer einen Tick schneller und holt dann gerade noch, oder eher einen Tick langsamer und holt sich dann halt das letzte Fluoratom noch. Aber ansonsten läuft es auch so gut durch und dann können wir das auch so durchlaufen lassen und abschließen. Also 18 Symbole verwendet. Es geht anscheinend noch viel, viel kürzer. Ich denke, das ist dann eine Möglichkeit, wenn man ohne die Syncs zum Beispiel arbeiten würde und das alles nur mit einem roten Durchlauf macht, das wäre auch möglich. Und bevor wir jetzt zu den Doppelbindungen gehen, gehen wir doch hier nochmal rein und machen nämlich genau mal diesen Wechsel. Das heißt, statt den blauen zu benutzen, den schmeißen wir einfach mal hier unten hin und löschen die ganzen Sachen. Und was ich jetzt mache, ist dann, statt eben die Syncs zu benutzen, sage ich, okay, du gehst jetzt einmal hier lang. Aber du gehst, mal überlegen, wie war das jetzt? Ich glaube, ich konnte hier irgendwie eine Weiche machen. Oder jedenfalls eine unterschiedliche Entscheidung. Ich glaube, die Bausteine habe ich noch gar nicht. Weil das ist, taucht hier dann noch auf. Das heißt, hier sind noch ein paar Elemente, die mir noch nicht zur Verfügung stehen. Mit denen könnte ich diese Bausteine auf jeden Fall auch machen. Aber ich kann das trotzdem so machen, wie ich es gerade gesagt habe. Zwar ohne Verzweigung. Aber das heißt, ich lasse einfach hier den weg und sage hier in out und sage, okay, wenn du jetzt das eine Mal durchgelaufen bist, dann gehst du jetzt als nächstes hier hin, machst hier wieder den Grab und läufst dann allerdings eben hier unten lang, weil ich brauche ja jetzt eine zweite Anweisung,
die mir das dann hier lang schickt, damit ich dich dann wieder auf den Start schicken kann, weil sonst komme ich ja hier nicht zurück, weil ich kann den nicht parallel in die gleiche Richtung laufen lassen, weil wenn ich den da drauf setze, komme ich ja nie wieder zum Start. Aber so komme ich zurück zum Start, dann wird wieder reingeholt, aufgeteilt, eingesammelt, raus. Und natürlich brauche ich noch einen zweiten Output an der Stelle, damit auch das zweite Atom, was ich hier dann droppe, ausgegeben wird. Das funktioniert insoweit ganz gut, weil ich ja jetzt im Moment nicht darauf angewiesen bin, dass das immer konstant an einer Stelle rausgelassen wird. Das ist für eine spätere Reaktoren ist es wichtiger, dass tatsächlich immer an der gleichen Stelle die Atome rausgegeben werden. Aber hier ist es mir erstmal egal und ist ja dann nicht mein Problem, wenn die an verschiedenen Stellen auftauchen. Also eingesammelt, rausgegeben, dann das zweite eingesammelt und ebenfalls wieder rausgegeben. So, und damit läuft die Reaktion wieder von vorne. Es scheint keine Probleme zu geben. Also Schluss. Okay, ich habe etwas weniger gebraucht. Ich habe 16 statt 18 benötigt, aber dafür habe ich mehr Zyklen gebraucht, weil der rote dann doch mehr unterwegs war. Aber ja, das sind halt dann die verschiedenen Optimierungen. Da kann man sich überlegen, in welche Richtung man da weitergeht. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der nächsten Aufgabe. Also, dann weiter zu den Doppelbindungen. Hier sieht man schon, dass die Rundenanzeige dort sehr viel breiter gefächert ist. Es also entsprechend viele Lösungen gibt. So, hier soll ich jetzt Sauerstoff zweimal miteinander koppeln. So, das schauen wir mal, ob wir das mit einem hinbekommen. So, das bedeutet zunächst einmal, dass ich den Sauerstoff, den ich hier... Okay, lass mal dich mal hier vorne loslaufen. Also ich muss erstmal ein Sauerstoffatom reinholen. Ja, am besten ich lege das hier unten hin. Also ich sammle das ein, lege das dann unten hin, mache aber einen kleinen Umweg, weil ich brauche ein paar Kommandos zwischendrin. So, während ich es hier aufgenommen habe, genau, das brauche ich jetzt an der Stelle gar nicht. Ich muss es hier aufnehmen. Dann lasse ich es einmal rumlaufen, aber in der Zwischenzeit muss ich noch ein zweites Sauerstoffatom reinholen. Und danach, ja, jetzt ist die Schwierigkeit, ich bräuchte, müsste das nämlich zweimal ausführen, was aber jetzt auch kein Problem ist, sondern wir machen das einfach hier nochmal und machen hier eine zweite Bond-Anweisung. Das heißt, das erste Sauerstoffatom, was ich von hier nach hier befördert habe, mit dem zweiten wird hier verknüpft, dann bewegen sich beide ein Stück weiter, wird nochmal verknüpft. Und dann mache ich hier das, droppe ich das Atom wieder, also das Molekül an der Stelle jetzt und sage dann raus damit. Und das war es eigentlich schon. Schauen wir mal, ob es klappt. Also Sauerstoff reinholen, verketten, nochmal verketten, fallen lassen, Ausgabe und von vorne. Sieht gut aus. Ja, also hier habe ich jetzt diesmal deutlich weniger Symbole gebraucht mit dieser Anweisung. Und auch bin eher im unteren Bereich, was die möglichen Zyklen angeht. So, und das Beste bleibt unbeantwortet. So, die Story geht weiter. Eine Hand im hinteren Teil des Raumes ging hoch. Es gab in letzter Zeit eine Menge Sorgen über die Sicherheit. Wissen Sie irgendetwas darüber? Es gab einen unglücklichen Unfall, sagte sie. Jemand hustete und sie schmälerte ihre Augen. Wir haben eine herausragende Geschichte in der Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben die besten Leute und Ressourcen. Leider gibt es manchmal Zwischenfälle, aber dies sind seltene Ereignisse. Es gab nur wenige andere Unternehmen von der Größe Space Jams, zum Beispiel die rivalen Firmen SFCM, Société Française de Chimie et de l'Exploration Minière und Organexus. Eine kleine Firma spezialisiert auf organische Verbindungen und bekannt für ihre generelle Inkompetenz. So, so. SpaceJam erfreute sich an einer goldenen Zeit von Wachstum und Erfolg, trotz der Nachrichten. Angela nahm einen Stapel Papier aus einem Ordner. Sonst noch etwas, bevor wir fortfahren? Was passierte wirklich während des Unfalls? Fragte eine andere Person, wieder aus dem hinteren Teil. Sie sortierte die Papiere in ihren Händen und klopfte sie auf den Tisch vor ihr. Wie kann die Hälfte einer Stationscrew aus der Luftschleuse gestoßen werden, selbst wenn es eine Fehlfunktion war? Weshalb waren sie überhaupt dort drin? Die Papiere rutschten aus ihren Fingern, während sie mit geistlosen Augen durch mich hindurchstarrte. Ich räusperte mich und sie blickte weg. Ihre Lippen bildeten ein erzwungenes Lächeln. Ich brauche einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück. Sie verschwand hinter der Tür. Sie kam nicht zurück. Ja, also was diese komischen Probleme verursacht, wissen wir nicht. Mal gucken, was vielleicht später noch erzählt wird.
Also, nächste Aufgabe. Jetzt sollen drei Verbindungen erzeugt werden. So, hier habe ich jetzt natürlich schon die Schwierigkeit, dass ich das auf jeden Fall nicht mehr mit dem Trick, den ich gerade gemacht habe, so ohne weiteres hinbekommen kann, sondern hier muss ich tatsächlich das Ganze dann so durchlaufen, dass das Ganze funktioniert. Und das mache ich am besten dadurch, dass ich den blauen Waldo zu Hilfe nehme. Und zwar erstmal mit dem blauen werde ich jetzt das Grab machen und werde den einfach hier wieder fallen lassen. Und mal gucken, den Start werde ich ein bisschen weiter zur Seite setzen, damit ich noch ein paar Anweisungen machen kann. Also der wird dann warten, bis der rote so weit ist, dass das, was er tun sollte, er erledigt hat. Also der blaue holt sich jetzt erstmal den ersten Baustein rein. Und zwar natürlich in Alpha. So, also du holst den ersten rein, nimmst den auf, lässt ihn dort fallen und dann wartest du. So, der rote legt dann los, er holt den nächsten Baustein rein und dann geht es darum, drei Bindungen herzustellen. Also gucken wir mal, ob wir drei unterbekommen. 1, 2, 3. So, als nächstes macht er dann hier sein Grab. Das heißt, er nimmt sich jetzt das Molekül, was jetzt hier liegt, und schafft das Ganze zum Ausgang. So, hier macht er den Drop. Das heißt, hier ist es wieder ein bisschen knapp, was den Zyklus angeht. Das heißt, ich werde hier doch noch eins zur Seite müssen. Dann brauche ich hier das Out-Kommando. Und dann fehlt es natürlich noch am Sync. So, ich kann den Sync natürlich jetzt auch hier vorne hinsetzen. Dann läuft der andere schon los, während der andere noch wartet. Gucken wir mal, ob das aufgeht. Also, holst den ersten rein. Nee. Okay, beide laufen zugleich los. Dann lassen wir doch den roten einfach mal an der Stelle starten und sagen, okay, du läufst als erstes auf den Sync. Dann kann ich das hier verkürzen. Und sage, okay, der rote bleibt stehen, bis der blaue seine Arbeit erledigt hat. Dann fährt er zwar hier über die Sachen, das ist nicht so schlimm, die haben dann noch keine Auswirkung. So, jetzt fängt der andere an. Das wird zu knapp. Okay. Eine andere Möglichkeit, statt einem Sync zu benutzen, ist auch die Bahn in der Reihenfolge zu machen, dass sie gleich lang sind. Das heißt, der rote legt jetzt aktuell 12 zurück und der blaue legt aktuell 10 zurück. Das heißt, wenn ich den blauen um 2 Positionen verlängern würde, dann hätte er die gleiche Entfernung wie auch der rote und dann könnte ich auf die Sync-Anweisung eigentlich generell schon verzichten. Schauen wir mal. Ich lege den roten mal zur Sicherheit hier vorne hin, dass der von dort startet und dann sollte der blaue fertig sein, bevor der rote seine Arbeit aufnimmt. 1, 2, 3. Das ist jetzt, sieht ein bisschen knapp aus, aber ohne Probleme läuft das alles durch. Und auch so kann ich zum Beispiel Anweisungen vermeiden, indem ich dann statt dem Sync zu benutzen, sie einfach so gut aufeinander abstimme, dass ich eigentlich diese Abläufe nicht mehr benötige. Und da sie ja den gleichen Weg zurücklegen, ist es also auch kein Problem. Das heißt, hier habe ich dann eine sehr geringe Anzahl von Zyklen und bin relativ weit unten, was die verschiedenen Symbole angeht. Und Reaktoren kann ich im Moment ja eh noch nicht weiter anpassen, weil ich ja eh nur in einem arbeite. So, und jetzt geht es darum, dass mehrere Ausgaben zu verwenden sind. Also schauen wir mal. Ah ja, also jetzt ist genau das Gegenteil. Das heißt, es wird Kohlenstoff und Sauerstoff, das Kohlenmonoxid mit einer Doppelbindung. Das heißt, da soll ich jetzt Kohlenstoff und Sauerstoff in getrennte Ausgabefelder bringen. Und dazu muss ich jetzt natürlich nur das Ganze reinholen. Dann zweimal die Trennung aufrufen. Also in Alpha. Dann kann ich zweimal das Bond Minus anrufen. Und kann dem Roten sagen, ja, Rot, bitte hier dann das eine Molekül mitnehmen. Und das dann wieder in die Ausgabe schicken. Kohlenstoff ist ja an der Stelle, das soll ich oben reintun, das passt. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ob ich mit dem Blauen in der gleichen Zeit das andere hinbekomme. Das ist ja relativ egal, wo der jetzt startet, aber ich dürfte... Also hier habe ich jetzt wieder 12 Bewegungen. So, jetzt muss ich auf Blau wechseln.
So, Blau nimmt jetzt hier dann das Molekül auf, bewegt es natürlich hier zur Seite und muss hier das Top machen und hier den Out. Und hier ist jetzt natürlich so, er hat jetzt 16 Bewegungen. Also insgesamt 4 Bewegungen mehr als der Rote aktuell hat. Das heißt, ich könnte jetzt entweder eben dem Roten noch einen kleinen Umweg geben, damit der letztlich die gleiche Entfernung zurücklegt. Wobei ich das Blaue auch schon mal verkürzen kann, weil ich kann natürlich auch hier unten lang laufen und gehe mit dem Roten dann einfach noch eins nach unten. Und dann habe ich hier nämlich auch 14. Also das sollte jetzt eigentlich wieder synchron laufen. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, ob der Blaue spät genug startet. Aber dann setzen wir ihn einfach mal einen Tick nach hinten und gucken mal, ob das ausreichend passt. So, ja, beide schnappen sich gleichzeitig die Atome. Das ist natürlich nicht optimal. Das heißt, ich setze den Blauen lieber ein Stück weiter nach unten und lasse den so rum starten. Und dann ist der andere auf jeden Fall weit genug weg, wenn der Blaue jetzt das Teil holt. Und dann passt es auch wieder. So, das heißt, so kann man sich die Syncs einfach sparen und einfach direkt das ordentlich zu synchronisieren. Und dann kann ich die Reaktion durchlaufen lassen. So, das heißt, ich habe relativ wenig gebraucht und auch relativ wenig Zyklen. Also, weiter geht's. Und jetzt kommen die ersten Pipelines. Das heißt, die Aufgabe wird jetzt etwas komplexer. Genau, Pipelines. Der nächste Auftrag ist ein Produktionsauftrag. Du musst Moleküle produzieren und sie zu Transportern liefern. Also in Produktionsaufträgen kannst du mehrfache Reaktoren verwenden. Pumpen befördern Moleküle zwischen Eingaben, Reaktoren und Transportern. Ziehe das letzte Segment einer Pumpe, um Gebäude zu verbinden. So, das sehen wir dann gleich, wie hier diese Linien verbunden werden. Rohmaterial muss zu Reaktoren von Lagertanks oder Abbauanlagen geführt werden. Reaktoren haben Eingabepumpen, hier, wo das Plus steht, links und Ausgabepumpen rechts. Da steht im Moment nichts natürlich. Doppelklick auf die Reaktoren, um diese zu ändern. Das heißt, da kann ich dann hier drin bearbeiten, was dann dort für eine Reaktion stattfindet. Und Transporter akzeptieren nur eine einzelne Art Molekül. Versorge alle Transporter, um den Auftrag zu beenden. Ja, also hier muss ich dann eben dafür sorgen, dass das passende Molekül, was er haben möchte, reingeht. Aber ich hoffe natürlich, dass jetzt noch nicht das so komplex ist. Aber mal schauen. Also dieser Reaktor spuckt das Teil aus. Nein, beziehungsweise das ist der Input. Und das soll hier unten rein. Also da habe ich jetzt eigentlich kein Problem, das zu ändern. Beziehungsweise ich muss das dann nicht so krumm machen. Ich kann das natürlich auch gerade ziehen und sagen, okay, nein. So, gerade Linien. Und hier dann einfach rüber. So, aber das heißt, hier kann ich eh jetzt nicht, genau, das ist jetzt einfach nur ein Lagertank, das heißt, da sind keine Reaktoren drin und ich kann hier an sich gar nichts machen, sondern kann einfach nur zusehen, wie jetzt hier die Moleküle durchwandern, das heißt, die werden auch einzeln angezeigt und deswegen brauchen die auch eine ganze Weile und es muss ja auch eine hohe Anzahl geliefert werden. So, das heißt, ihr seht, hier ist es eher die Frage, wie umständlich mache ich diesen Weg dorthin und mache ich möglichst einen direkten Weg oder eben unnötige Schleifen. So, ohne Reaktoren, ohne Symbole, recht einfach. So, das nächste Teil der Story. Angela kam am nächsten Tag zurück, aufgeweckter und ohne eine Spur von Betrübnis. Falls jemand nach seltsamen Unfällen fragen wollte, lächelte sie nur und ignorierte diese Frage. Das Training ging weiter und wir gingen in mehr technische Themen und Feldarbeit über. Ich sah Angela immer am selben Tisch in der Kantine sitzen. Sie winkte mir zu und ich nickte ihr zu, bevor ich einen anderen Platz zwischen den anderen Auszubildenden finden konnte. Als die Tage vergingen, ging mir das Space Jam Essen und die neuartige Umgebung auf die Nerven. Ich lud mir ein gebratenes Fisch-Sandwich auf meinen Wagen, aber hatte keinen Hunger. Angela beobachtete mich, als sie an ihrem Metalltisch in der Mitte der Cafeteria saß. »Hey«, sagte ich. »Willst du dich hinsetzen?«, fragte sie. »Klar«, ich nahm mir einen Stuhl und setzte mich. Angela packte eines ihrer 4 Frischfrikadellen-Sandwiches auf ihrem Wagen aus, während sie die Verpackung mit beiden Händen festhielt. »Wie gefällt es dir?« »Das Training ist okay. Ich möchte aber wirklich mit der Arbeit anfangen.«
Ich meinte diese. Sie winkte mit ihrer Frischfrikadelle vor ihrem Gesicht umher. Space Jams Spezialität. Es ist vollgepackt mit Proteinen. Die gebratene Beschichtung knusperte und krümelte auf den Tisch, als sie hineinbiss. Ich sah in Ehrfurcht, wie sie das Essen verschlang. Mein Appetit wurde leicht unterdrückt. Wir saßen still da, als sie ihr zweites Essen knisternd auspackte. So, Angela, ich pausierte. Wie lange warst du auf Janimir 2? Sie wischte ihren Mund an ihrem Ärmel ab. 8 Monate. Ich hatte eine Rotation zur Hälfte hinter mir, als ich wegging. Bevorzugst du es, an einem Ort zu bleiben? Nein, ich musste diesen Job nehmen. Es gab ein paar Schwierigkeiten seit dem letzten Auftrag. Nun, du bist eine großartige Trainerin. Sie zeigte mir ein gequältes Lächeln. Wo war dein letzter Auftrag? Ich möchte nicht darüber reden. Die Konversation wurde beendet und sie widmete sich ihrem Essen, an mir vorbeistarrend, während sie kaute. Ich fasste meine Frischfrikadelle nicht an, sondern warf sie in den Müll, nachdem ich den Tisch verließ. Tja, hat ihm also nicht geschmeckt. Also Kontingent und Ausgabennotizen. So, füge den Reaktoren Ausgabenotizen hinzu, um dich selbst zu erinnern, welche mittleren Moleküle du produzieren musst. Also, da kann ich dann irgendwelche Informationen dazu schreiben und auch was da rein muss. Und erstelle Ausgabennotizen, indem du auf Reaktoren rechts klickst und die Notiz hinzufügen Aktion auswählst. So, Ausgabennotizen werden innerhalb von Reaktoren angezeigt, genauso wie in Forschungsaufträgen. Rechtsklicke auf eine Notiz, um sie innerhalb des Reaktors zu ändern. Ausgabennotizen werden auch auf der Pipeline angezeigt, wenn sie auf Pipeline anzeigen, Auswahl aktiviert ist. Rechtsklicken auf eine Notiz auf der Pipeline lässt auch diese editieren. Das Reaktorkontingent zeigt die maximale Reaktorenanzahl an, die du verwenden kannst. Dieser Produktionsauftrag kann nicht durchgeführt werden, wenn das Kontingent überschritten ist. Okay, also wenn ich zu viele benutze, dann darf ich das nicht machen. Ich habe einen Standardreaktor und darf auch nur einen verwenden. Zugeführt wird Wasserstoff und Chlor und Wasserstoff, Chlor, also Salzsäure soll ausgeschickt werden. So, ich kann das Ding nicht überall hinbauen. Ich brauche ja letztlich auch nur einen Output. Und hier ist natürlich dann auch die Frage, wie oft das Ganze dann zugeordnet wird. Weil natürlich je länger diese ganzen Dinger brauchen, habe ich natürlich auch die Schwierigkeit, dass die unterschiedlich schnell ankommen. Also schauen wir mal, wie weit wir das hinbekommen. So, also hier habe ich jetzt die Ausgabe für, genau, in den Output Beta muss ich das ja reinnehmen. Und Wasserstoff und Chlor soll zusammengefügt werden. Bringen wir mal das Ganze hier hin. Weil ich kann ja da letztlich mit einem Waldo arbeiten. Ich muss ja nicht beide verwenden. Und der erste wird reingeholt. Dann wird er mitgenommen. Hier wird die Verbindung geschaffen, nachdem natürlich der zweite ebenfalls reingeholt wurde. So, einmal nach unten gelaufen, rüber. Und hier kann ich das Ganze natürlich wieder droppen. Auch wenn hier natürlich jetzt, ich eigentlich das Ganze anders draus schicke. Chlor nach unten und beide haben diese Bindung. Okay, hier kann ich noch die verschiedenen Elemente auswählen, aber das brauche ich jetzt auch nicht zu machen. Genau, hier dann noch das Out für die andere Ausgabe. Und dann kann ich das Ganze eigentlich schon wieder rundum starten. Jetzt ist eben die Frage, ob ich schnell genug Chlor und Wasserstoff reinbekomme, dass die Wege kurz genug sind. Mal gucken. Also der wartet zumindest auch so lange, bis die Sachen reinkommen. In der Hinsicht ist es natürlich praktischer, dann zumindest dafür zu sorgen, dass die Wege kurz genug sind, dass ich hier nicht allzu lange warten muss. Aber ihr seht, die Sachen sind jetzt schnell genug da. Das heißt, ich kann jetzt den Reaktor verlassen und kann auch gucken, ah okay, also der Reaktor läuft und ich bekomme die Sachen schnell genug angeliefert, dass es kein Problem gibt. Insoweit passt das. Ich könnte das jetzt noch optimieren und zu versuchen, ich könnte ja dann anscheinend mit beiden Reaktoren oder mit beiden Waldos arbeiten, weil es werden genug Reaktoren oder genug Reaktionen geliefert, so dass ich da auch einfach die nächste schon mal anpassen könnte. Gut, aber lassen wir es mal durchlaufen. So, das heißt, Symbole habe ich ziemlich wenig verwendet. Dafür habe ich relativ viele Zyklen gebraucht. Als nächstes soll jetzt hier zusammengesetzt werden. Ich kann sogar zwei Reaktoren benutzen. Wasserstoff, Chlor und Sauerstoff. Jetzt ist eben genau der Punkt, dass ich natürlich nur zwei Stoffe in einen Reaktor reinschicken lassen kann.
Und das bedeutet, am besten jetzt die Sauerstoff-Chlor-Verbindung mal zusammenzufügen. Und machen da eine Doppelbindung und müssen dann natürlich als nächstes noch Mal gucken, ob ich da, dann muss ich das hier nämlich wahrscheinlich doch nochmal eins runternehmen. So, weil ich brauche hier jetzt als Output, genau, da kann ich einmal das dort reinleiten und hier dann natürlich den Wasserstoff. Nur, dass ich da jetzt zweimal Wasserstoff benötige, bis ich die Bindung herstellen kann. So, das ist dann gleich das Output. So, hier kann ich jetzt die Hörausgabe hinzufügen. Und zwar, da brauche ich jetzt einen Kohlenstoff-Sauerstoff und zwar mit einer Doppelbindung. Das heißt, ein Kohlenstoffmonoxidmolekül soll dort rauskommen und zwar auch genau möglichst in dieser Position. Und dann gehen wir jetzt mal hier rein. Also das ist die Vorgabe, wie das Ganze geöffnet ausgegeben werden soll. Und dann machen wir jetzt wieder das Gleiche, nur sozusagen umgekehrt. Das heißt, Sauerstoff kommt da oben rein, Kohlenstoff hier. Und dann machen wir hier jetzt den Trick, den wir schon einmal gemacht haben. Das heißt, ich starte jetzt von hier unten. Habe dann das in Beta zuerst, hole hier das Kohlenstoffmolekül rein, mache dann hier den ersten Bond, nachdem ich natürlich das zweite, das Sauerstoffmolekül reingeholt habe. Und dann fahre ich hier rüber, mache den zweiten Bond und brauche jetzt natürlich, muss ich noch einmal nach oben fahren, damit ich das an die richtige Stelle setzen kann, wobei nein, ich werde die Zeichnung einfach editieren und sagen, nee, du, ich setze das mal hier eins weiter runter. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und dann weißt du auch, wo das Ding tatsächlich ankommt. So, also hier dann das Drop und den Out-Parameter. Der Out-Parameter kann dann tatsächlich auch klemmen. Das heißt, wenn eben diese Pipeline voll ist und so viele produziert wurden, dass keine weiteren rein können, dann bleibt der auch hier im Out stehen. Das heißt, da habe ich auch kein Problem. Jetzt muss ich aber erstmal den anderen Reaktor aufmachen, weil sagen, okay, hier kommen jetzt diese beiden Elemente rein. Okay, schieben wir das mal doch noch eins zur Seite. Nee, bitte einmal bearbeiten. Und zwar bitte eins weiter rüber, weil sonst ist das ein bisschen unpraktisch, wenn das so dicht an der Wand ist. So, das heißt, das Drop findet hier statt und wir schicken das dann darüber. Also hier ist der Kohlenstoff, hier ist der Sauerstoff, passt. So, hier ist jetzt Sauerstoff, Kohlenstoff sind an sich in der richtigen Position. Das bedeutet, ich muss an sich nur zweimal Wasserstoff hinzufügen. So, das heißt, wenn der jetzt reinkommt, dann bräuchte ich einfach hier natürlich diese Punkte, dass ich einmal Wasserstoff hier reinhole. So, den setze ich dann hier ab. Mal gucken, vielleicht muss ich auch die Reihenfolge mit dem Absetzen dann nochmal ändern. Das zweite Mal, genau, das heißt, ich setze den lieber andersrum. Also der Startpunkt ist jetzt hier oben. Ich hole mir das erste Wasserstoffatom und setze das dann zuerst an die rechte Seite. Danach hole ich mir das zweite und setze das an die linke Seite. So, also hier mache ich einen Grab nach oben. Achso, genau, hier kann ich das jetzt so nicht lassen, weil ich muss den natürlich dann hier lang schicken, damit ich später in der Lage bin, hier eine andere Ausgabe zu machen. Und zwar dann bin ich sogar in der Lage, das an der richtigen Position rauszugeben. Also, erstmal das erste in Alpha, dann mitgenommen und hier das nur das Drop machen, weil ich will ja später, wobei ja, das ist jetzt schon die Schwierigkeit, ich will an der Stelle, darf ich eigentlich nachher nicht nochmal lang laufen, so nehmen wir den mal weg, damit er nicht da unten stört. Und das heißt, ich lasse dich dort laufen und mache tatsächlich so den Kreis. So, dann hier nach oben. Und dort schließt man das Ganze. Also das erste Wasserstoffmolekül wird reingeholt und wird in diesem Fall, dann kann ich das auch da unten machen, dann kann ich den wegwerfen. Also wird in diesem Fall hier gedroppt. Als nächstes wird das nächste Molekül reingeholt
Den kann ich auch weglassen. So, hier wird dann das nächste Molekül reingeholt, wird aufgenommen und wird jetzt dort nicht mehr fallen gelassen, sondern es wird hier gebunden. Und zwar mit dem Sauerstoff-Kohlenstoff-Molekül. Und da ist es jetzt wichtig zu sagen, dass ich natürlich vorher brauche ich den Input von Beta, damit das Beta-Molekül dann hier zu liegen kommt. Und wäre es das eigentlich schon? Natürlich muss ich den Output noch machen. Also der untere Output soll noch ausgegeben werden. Das Ding brauche ich an der Stelle nicht. Und dann mal ausprobieren. Also erstes Sauerstoffmolekül oder erstes Wasserstoffmolekül. So, dann auf das zweite Wasserstoffmolekül warten, bis das geholt wird. Und jetzt mal gucken, ob schon das erste Reaktionselement da ist. Jawohl, es ist schon da. Und dann kann ich das jetzt hier ausgeben. So, gucken wir uns mal an, was in dem anderen Reaktor stattfindet. Also der erste ist erfolgreich abgeschlossen worden. Und hier liegen schon mehrere drin. Hier ebenso. Und dann lassen wir das doch im Schnelldurchlauf mal prüfen, ob ich genug von diesen Sachen produzieren kann, ohne dass es hier zu irgendeiner kritischen Situation führt. So. Ich lasse jetzt mal nochmal langsamer laufen. Also hier sieht man schon, eben hier, der Reaktor bleibt jetzt so lange stehen, bis hier in der Schlange wieder Platz ist. Das heißt, auch da bekomme ich keine Probleme, weil der Output dann einfach so lange wartet und ich dann ja, keine Kollision bekomme zumindest. So, Symbole habe ich relativ wenige gebraucht, dafür entsprechend viele Zyklen. Das kann man dann eben dann entsprechend sich aufkaufen, zu sagen, okay, ich gehe hin und mache die Sachen irgendwie parallel und versuche mehrere gleichzeitig ablaufen zu lassen. Dann habe ich umgekehrt eben die Möglichkeit, das aber mit mehr Symbolen zu machen. So, aber die Story geht jetzt weiter, nachdem wir das jetzt bestanden haben, und schlaflos aus Serenimir 4. Durch die Geräusche eines Briefumschlags, welcher unter der Tür durchgeschoben wurde, wachte ich auf. Ich zog mir Socken an, bevor ich den kalten Boden betrat. Ich hörte Geräusche, während der Brief zurückgezogen wurde. Ich drückte auf das Zugangspanel und die Tür ging auf. Angela erschrak, den gelben Umschlag in ihren Händen mit großen Augen. Ihren blauen Schlafanzug zog sie auf dem Boden mit sich her, während sie barfuß dastand, ihr Haar in einem Schal gewickelt. Guten Morgen. Sie schob das Paket in einem schwarzen Ordner. Was machst du? Ich mache nur einen Nachtspaziergang. Kann manchmal nicht schlafen. Es tut mir leid. Ich habe dich geweckt. Du solltest wieder ins Bett gehen. Während sie rumdruckste, fasste ich ihre Schulter. Warte, was ist in dem Umschlag? Es ist nicht wirklich etwas. Das wirst du später sehen. Sie hielt ihre Augen auf die Straße. Den Raum verlassend habe ich sie in der Halle wieder getroffen. Warum jetzt? Fragte ich. Es ist dein Auftrag. Sie nahm das Papier aus dem Ordner und gab es mir. Du wirst mit einem meiner alten Manager zusammenarbeiten. Er ist großartig. Auf dem Blatt war der Name eines Planeten. Danopt. Die Hierarchie der Angestellten und die Arbeitnehmer-ID. Keine dieser Informationen hat irgendetwas für mich bedeutet. So schlimm ist es nicht. Sie beobachtete mich erwartungsvoll, aber ich faltete einfach das Papier und schob es in meine Hosentasche. Danke. Mit einem kurzen Atemstoß kam ihr Lächeln zurück. Ich habe noch ein paar andere Lieferungen zu machen. Viel Glück, Kumpel. Sie winkte und begab sich weiter in den Flur hinein, ihre nackten Füße auf dem Metallboden. Okay, das heißt, die Einweisungen sind abgeschlossen. Also Serenimir 2 und Serenimir 4 sind alle erfolgreich beendet. Und jetzt kommt Danopt, die nächste Aufgabe, nächste Produktionsreihe. Und für die erste Folge reicht das aber erstmal. Das heißt, das war soweit die Einleitung mit den ersten Elementen, die herzustellen waren und wie die Reaktoren zu verwenden sind. Und beim nächsten Mal geht es dann in Danopt weiter. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.